14.30 Uhr, 600 Kilometer und 6 Autostunden von Trier entfernt. Christian Schmidt kennt den Griff in den Kofferraum gut. Er ist viel für den TBB unterwegs im Jahr. Ja, es sind so etwa 15.000 Kilometer. Ich sag mal so, wenn es die Anreise so kurz wäre wie das Aufbauen der Technik, dann wäre ich froh. Aber was machen wir nicht alles für die TBB und für die Fans vor allen Dingen, die zu Hause mitfiebern? Nach 6 Stunden Fahrt betritt Schmidt die Bremerhavener Stadthalle. Mit schweren Beinen Akkreditierungen abholen und rein in die Halle. Warum macht man sowas eigentlich? Weil ich verrückt bin. Basketball verrückt. Doch Schmidt schätzt den Kontakt zu Fans und Pressekollegen. Die übrige Zeit arbeitet Schmidt für RPR1, doch Livestream ist irgendwie anders. Gerade wenn ich jetzt Nachrichten lese, bekommen wir selten Feedback, oh, du hast toll die Nachrichten gelesen. Nicht, dass man Bestätigung braucht, aber allein schon, wie froh die Leute sind, dass es so einen Service gibt und dass es einen gibt, der einen auch auswärts auf dem Laufenden hält. Weil mit den Ticker, man kann die Statistiken live verfolgen, aber man bekommt nicht mit, was im Spielgeschehen wirklich passiert. Und dafür die Leute live dabei zu sein und gerade, ich habe so das Sprachrohr der Fans genannt, so als Überschrift. Wir sind ja auch nicht ganz unparteiisch, sage ich mal. Das Ganze ist ja auch so angelegt, dass es ein Radio für die TBB-Fans sein soll. Und die wollen Emotionen. 1000 Zuhörer lauschen dem im Schnitt. Die immense Vorbereitung sieht aber kaum einer davon. Ja, ich glaube, das ist das, was die meisten sich gar nicht so vorstellen können. Also die Vorbereitung auf so ein Spiel dauert schon 2 bis 3 Werktage. Einmal sich die Mannschaften anzugucken, dann sind wir aber auch und auf diesem Weg nochmal Dankeschön an Johannes Salm, der das Ganze mit mir auch ins Leben gerufen hat und 2 Jahre begleitet hat, jetzt in diesem Jahr wegen seinem Studium und seiner anderen Aufgaben nicht mehr dabei ist. Aber dadurch muss ich seinen Teil mit übernehmen und wir haben umfangreiche Teamanalysen. Das ist eigentlich das, was unseren Livestream auch, es gibt ja einige von anderen Vereinen, auszeichnet. Wir stellen die Gegner genau vor, wir haben viele Interviews vorher geführt, also O-Töne, wie es bei uns im Fachjargon heißt, mit Yves Defrenier, mit den Spielern zum Gegner. Worauf müssen wir uns einstellen, wer sind die Schlüsselspieler und genau das werden wir vorstellen. Das ist eine halbe Stunde vor der Partie, deswegen melden wir uns auch schon so früh und so lange wird es heute auch hier in Bremerhaven dauern. Gerade jetzt, wo wir auch einen neuen Spieler haben, den wir dann auch extra vorstellen im Teamcheck über die TBB Trier. Eine halbe Stunde vor Anpfiff geht der Stream on Air und Schmidt gibt die vorbereiteten Infos über die Teams. Das Spiel beginnt und das klingt dann so. Schauen wir ganz kurz auf die Statistiken, wo es weitergeht. 6 Punkte, Topscorer George Evans bei der TBB vor Brian Brown und Chris Copeland mit 5. Die Bremerhavener mit dem nächsten Spiel und LAU Dunking von Kevin Light. Bruder, das krachen lasse. Genaues Beschreiben ist gefragt, denn der Zuhörer sieht nichts. Doch auch die TBB sieht schwarz und verliert mit 73 zu 89 letztlich. Klar, so sind auch die interessanten Interviewgäste für die Lokalmedien dann auch wieder mal andere. Niederlagen kommentieren, nicht immer leicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, man gewöhnt sich dran. Aber ich hoffe natürlich, dass die Auswärtsbilanz jetzt endlich besser wird. Dafür sind wir natürlich dann auch irgendwann Profi genug. Natürlich leidet man dann mit der Mannschaft mit, aber man versucht natürlich auch, das Ganze deutlich und respektvoll anzuerkennen. Es war ein schönes Basketballspiel, trotzdem zumindest von Bremerhaven. Bei so viel Arbeit, schade drum, wenn es aus ist? Gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen. Wenn man sich denkt, man hat sich jetzt 3 Tage vorbereitet, man ist der Erste hier in der Halle und wenn du dich umguckst, der Letzte, der geht, eben ging schon die Lichter aus. Wir haben extra nochmal gefragt, ob sie kurz für die Kamera das Licht nochmal anmachen. Dankeschön hier auch an den Hallentechniker, der nochmal so nett war. Dann ist es natürlich vom Aufwand schon ein Riesending. Also es ist richtig viel Arbeit. Ich glaube, vielleicht hat man es ja jetzt auch mal gesehen in diesem Beitrag. Die Interviews mit den Trainern, mit den Spielern sind eingetütet. Der Erste läuft jetzt schon wieder im Radio. Also man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das alles zu machen. Und klar freut man sich dann mehr, dass man mit einem Sieg vielleicht belohnt wird. Wenn es dann so eine klare Niederlage ist, dann ist die 6 Stunden Heimfahrt natürlich schwieriger. Aber wie gesagt, ich bin es ja aus den letzten 3 Jahren gewohnt. Aber toi, 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 ich hoffe, es kommen diesmal wesentlich mehr Auswärtssiege und damit mehr Jubel im Hochwald Frische Milch, den Livestream.